Das Ergebnis, denke ich, ja, lässt uns gute Laune haben und ja, einen schönen Abschluss des Jahres und hat eine gute Leistung bestätigt. Ich freue mich natürlich, dass der Mannschaft helfen konnte mit den 3 Toren. Ich schieße ja nicht allzu oft 3 Tore leider in einem Spiel und ja, freut mich. Aber ich denke, das größte Kompliment gilt immer an die Mannschaft. Wir haben heute super gespielt, nach einem frühen Rückstand zurückgekommen und das, denke ich, muss man uns hoch anrechnen. Jeden freut. Ich glaube, jeder war heute mit einem Lächeln in der Kabine nach dem Spiel und ich glaube, es war auch heute sehr, sehr wichtig, weil wir jetzt eine lange Pause haben bis zum März und das bleibt jetzt lange in Erinnerung. Wir hatten uns das vorgenommen, wollten unbedingt Erster werden, hatten uns eine schlechte Situation gebracht, weil wir noch ein spätes 4-2 gegen die Niederlande bekommen haben, aber sind jetzt schon froh, dass wir Erster geworden sind. Schöner Jahresabschluss, das wollten wir natürlich auf jeden Fall haben und mich freut einfach natürlich, dass man einfach spürt, dass die Jungs Spaß miteinander haben, dass sie was hier erreichen wollen, dass sie nicht nachlassen. Wir wussten, dass der Eindruck, den wir heute hinterlassen, auch erstmal ja, bleibt bis spätestens März und viele hatten ja die Sorge, dass wir das so ein bisschen abhaken, das Spiel, weil wir schon qualifiziert sind, aber da wollten wir auf jeden Fall gegensteuern und ein gutes Spiel machen und das hat uns, ist uns auf jeden Fall gut gelungen. Das werden wir dann sehen, wenn die Gegner kommen, die es dann gilt zu schlagen, um was zu erreichen. Und das waren definitiv nicht die 2 jetzt aus dem November, von daher ist es schön, dass wir die Spiele gewonnen haben, aber Prüfsteine, um zu sagen, wie gut wir sind, Richtung Turnier, Richtung dann auch erfolgreich ein Turnier zu bestreiten, waren das eben auch nicht.